Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Ich bin gerade eben aufgestanden und es ist tatsächlich gerade 3 Uhr nachts. Und bitte wundert euch nicht, ich stehe normalerweise nicht so früh auf. Ich bin nur gestern aus Korea zurückgekommen und dort geht ja die Zeit 8 Stunden vor. Das heißt, ich habe so Jetlag. Deswegen muss ich jetzt aufstehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wieder bei mir zu sein. Als allererstes mache ich erstmal meine Lichterkette an. Und jetzt werde ich versuchen, ein wenig zu lesen. Weil wenn ich es nicht am Morgen mache, dann vergesse ich es über den ganzen Tag. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gelesen und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Sind die nicht süß? Die kannst du so an dein Handgelenk machen, damit, wenn du dein Gesicht wäschst, deine Ärmel nicht nass werden. Ich werde jetzt schnell mein Gesicht waschen und dann mache ich auch schon meine Skincare. Kommt, das passt sogar zusammen. Oh, es fühlt sich so gut an, wieder an meinem eigenen Schminktisch zu sitzen. Ich nehme jetzt erstmal die Brille ab und dann müssen meine Kontaktlinsen rein. Die erste Seite und die zweite. Perfekt. Aus Korea habe ich diese Toner Pads. Von denen nimmst du dir einfach was drauf und legst es auf dein Gesicht. Ich lege das halt immer genau da drauf, wo ich auch Pickel habe. Und das Ganze lasse ich dann einwirken für so 5 Minuten. Ich sehe immer bescheuert aus. In der Zwischenzeit versuche ich aber ein bisschen aufzuräumen, weil mein Schreibtisch sieht so schlimm aus. Ich hatte keinen Akku mehr, deswegen habe ich vergessen, weiter zu filmen. Auf jeden Fall, mein Schreibtisch ist jetzt endlich sauber. Kann man vom Rest meines Zimmers leider immer noch nicht behaupten. Das wird, denke ich, aber auch noch ein bisschen brauchen. In der Zeit mache ich aber schon mal diese Toner-Pads ab, weil die haben bestimmt schon über 5 Minuten eingewirkt. Dann verwende ich diesen Toner, gebe einfach ein bisschen was auf meine Hand und klatsche mir das ins Gesicht. Und damit das besonders gut einwirken kann, nehme ich so ganz dünne Wattepads, tunke die ein und lege die auch nochmal auf mein Gesicht. Genau da, wo ich sie halt haben möchte. Ich mache nochmal ein bisschen was drauf. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal bitte an. Es wird endlich ein bisschen hell, ne? Und es sieht so schön aus, der Himmel. Man sieht es auf Kamera leider nicht richtig. Ich mache auf jeden Fall gerade eine kurze Frühstückspause. Ich habe einfach so Vollkornbrot mit, ich glaube, das ist eine Paprikacreme und Frischkäse. Dann noch Chicken und Apfel. Und das ist einfach Joghurt mit Granatapfel. Das futter ich jetzt kurz und schaue dabei irgendwelche YouTube-Videos. Ich würde sagen, diese Toner Pads haben jetzt lang genug eingewirkt. Deswegen nehme ich sie auch ab. Und als nächstes werde ich diese 3 Produkte auftragen. Die sind von Mixoon. Das sind Essence. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, Dadi, du machst viel zu viel auf deinem Gesicht. Die sind extra so formuliert, dass man die kombinieren darf, sogar soll. Und danach werde ich einfach diese Feuchtigkeitscreme auftragen. Mein Zimmer schreit immer noch danach, dass ich es bitte aufräumen soll, deswegen mache ich jetzt mein Bett. Yes! Oh, ich liebe einfach ein gemachtes Bett. Mein Zimmer sieht so viel gemütlicher aus, wäre nicht das hier. Als nächstes mache ich mit meinem Boden weiter. Das sieht mit Abstand auch am schlimmsten aus, wie man sehen kann. Okay, also der erste Koffer habe ich ja schon mal ausgepackt. Warum hat das so lange gedauert? Und das hier muss ich auch machen. Das ist von dem Fluggepäckdingens. Und falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze jetzt organisiert habe, hier sind einfach die ganzen Sachen, die ich noch einräumen muss. Und hier drin sind meine ganzen neu gekauften Sachen. Dazu muss ich dann Hauls machen und in TikToks verwenden generell. Es sind so viele coole Produkte, Leute. Als nächstes werde ich hier meinen Skincare-Schrank einräumen. Thank you.
Und so sieht das Ganze jetzt hier drin aus. Ich liebe es so sehr, wenn das clean ist. Als nächstes werde ich mein Make-up hier einsortieren. Okay Leute, mittlerweile ist es bereits hell draußen. Wer hätte das gedacht? Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Tagebuch schreiben. Fun Fact, ich bin ja nach Korea geflogen mit diesem Tagebuch. Das habe ich komplett voll geschrieben. Und das hier ist einfach jetzt auch schon zur Hälfte voll. Also so viel habe ich schon geschrieben, über die Hälfte sogar. Weiter geht's. Heute ist der 24.02. Okay Leute, ich muss eine kurze Pause machen, weil meine Eltern haben mich gerade zum Essen gerufen. Ich bin zurück vom Frühstücken, ich habe mir auch einen Kaffee geholt, der ist aber fast leer. Und ich habe gerade nochmal ein YouTube-Video, ein TikTok geschnitten. Das lade ich dann heute noch hoch und jetzt schreibe ich Tagebuch weiter. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade Knockout gegangen, also ich habe gepennt. Ey, Jetlag ist so schlimm, ne? Ich war so müde und ich konnte nicht anders. Ich habe jetzt kurz geduscht, meine Haare gewaschen und ich muss mich jetzt um die Wäsche kümmern. Meine Mom war so lieb und hat das Ganze gewaschen. Ey, die ist mir mal so eine große Hilfe, ne? Und ich muss das Ganze jetzt einfach nur noch aufhängen. Boah, das ist so viel. Wir ignorieren, wie ich gerade aussehe. Ich weiß, es sieht schlimm aus, aber es ist kalt. Und dann fange ich auch direkt an, alles aufzuhängen. Okay, also damit wäre ich jetzt auch ready. Wirklich wunderschön, habe ich das Ganze jetzt nicht drauf gemacht. Aber es erfüllt seinen Zweck und das reicht. Ich weiß, das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade einfach Bock hier zu chillen, auf Pinterest herumzuscrollen und Netflix zu suchten. Und Leute, das ist auch voll in Ordnung, weil man muss nicht immer zu 100% komplett produktiv sein. Und ich finde es auch nicht besonders cool oder schön, wenn YouTuber einfach ein falsches Bild vermitteln und immer nur die produktiven Sachen zeigen und halt nie, wenn die einfach am Chillen sind. Weil dadurch entsteht halt dieser Druck, dass jeder immer produktiv sein muss. Obwohl das nicht meiner Realität entspricht, wisst ihr. Und mir passiert das persönlich auch richtig oft, weil das Ding ist, wenn ich produktiv bin, dann filme ich natürlich eher, als wenn ich jetzt hier chille und YouTube schaue. Aber ich will das versuchen zu ändern und mir abzugewöhnen. Ich schaue jetzt meine Serie. Ich schaue zurzeit My Demon, vielleicht kennt ihr das, das ist so ein koreanischer K-Drama. Normalerweise schaue ich nicht so gern Serien, aber meine Freundin Melissa hat mir das empfohlen, weil sie ist obsessed mit diesem Schauspieler. Und deswegen dachte ich, ich gebe den ganzen Mann einen Try. Ich habe so Bock auf einen Smoothie. Zuallererst kommt eine Banane rein, dann Erdbeeren und Joghurt. Davon mache ich aber jetzt nicht mehr so viel rein, weil da ist auch gar kein Platz mehr. Dann noch etwas Milch. Und dann kommt auch schon der Deckel drauf. Dann muss ich das Ganze eigentlich nur noch in den Mixer stecken und durchmixen. Und dann fülle ich das Ganze einfach nur noch um in dieses Glas hier. Test, test. Wirklich sehr lecker. Ich fange jetzt mit meinem Make-up an und wundert euch nicht, ich trage ein bisschen mehr als sonst, weil ich halt zurzeit so schlechte Haut habe. Ich verwende erstmal den Elf Primer und dann mixe ich einmal diese Foundation mit dieser BB Cream, weil diese Farbe ist mir halt viel zu hell und die hier zu dunkel. Ich vermische das auf meinem Handrücken und versuche es dann eigentlich auch gezielt da aufzutragen, wo ich gerade so viel Pickel habe. Dann verwende ich so einen Blender und gehe darüber. Für Concealer verwende ich den hier. Gehe ich einfach unter meine Augen und nochmal da, wo meine Pickel sich nicht richtig verdeckt haben. Also leider fast über. Das verblende ich dann auch. Dann pudern wir jetzt mein Gesicht ab. Und zwar mit diesem losen Puder hier. Das habe ich aus Korea. Damit gehe ich einfach über mein ganzes Gesicht, damit mein Make-up auch hält. Und dann verwenden wir Blush. Da verwende ich immer einen Liquid Blush und mache ihn einfach auf meine Wangen so ein bisschen. Früher habe ich auch auf meine Nase gemacht. Vielleicht können wir damit wieder anfangen. Und das natürlich auch wieder gut verblenden. Benutze ich aber diesen Aschton hier und ziehe mir damit so Linien, weil das sieht dann dadurch so aus, als wäre es ein Schatten und dadurch wird meine Nase kleiner. Als nächstes kommen die Augenbrauen. Die kämme ich dafür erstmal. Und dann mit der anderen Seite habe ich so einen Stift drin. Da ziehe ich einfach hinten nochmal so ein bisschen nach und fülle meine Augenbrauen. Weil wenn ich vorne irgendwas mache, dann sieht das immer viel zu stark aus und unnatürlich. Und dann nehme ich einen Highlighter und mache ihn mir auf die Nasenspitze, dann hier auf den Nasenrücken, in meine Augeninnenwinkel und an meine Augenbrauen. Also direkt darunter. Dann bekomme ich ein Augenbrauengel und gehe damit nochmal über meine Augenbrauen, damit das Ganze auch genauso bleibt, wie ich es haben möchte. Ich glaube hier, das ist hier eigentlich auch ein Eyebrow-Stift, aber ich benutze ihn einfach für die
Augen. Und zwar ziehe ich einmal meine Lidfalte länger. Ungefähr so. Und dann gehe ich auch mal unter das Auge so ein bisschen. Jetzt kommt der Eyeliner, da verwende ich immer den von Catrice. Und ich ziehe mir dann Eyeliner, aber der nicht nach oben geht, sondern eher so nach unten. Also so sieht der ungefähr aus. Und als letztes kommen dann nur noch meine Lashes. Mein Make-up ist soweit fertig. Ich fühle mich endlich wieder pretty. Ich finde, diese Lashes machen den größten Unterschied. Die halten gerade leider noch nicht richtig. Ich sehe gerade, dass hier echt viel Geschirr gemacht werden muss. Deswegen mache ich das kurz, weil ich dann meine Eltern damit unterstütze. Und die haben zurzeit so viel Stress, deswegen ich versuche sie im Haushalt zu unterstützen, wo ich nur kann. Deswegen mache ich das schnell. Ich habe letztens eine Frisur gemacht, die ich neu für mich entdeckt habe und ich möchte sie jetzt heute nochmal machen. Dafür machen wir jetzt erstmal Haarmaske, die ist wirklich zurzeit richtig im Trend. Ich habe die noch nicht ausprobiert, aber die benutzen wir jetzt einfach, damit meine Haare fettiger wirken. Und das hat auch so ein bisschen so eine Wirkung wie ein Gel, nur dass das Zeug halt voll gut für die Haare ist und ich finde das praktisch. Ich muss heute eh noch Haare waschen. Dann bürste ich sie kurz durch und sprühe Wasser in meine Haare. Als nächstes teile ich meine Haare ab. Hier die Haare oben, die Partie klammere ich so weg und mit dem Rest mache ich jetzt so eine Sleek-Frisur. Also einfach ganz normal die Haare zurückkämmen zu einem Zopf hinten. Am besten benutzt ihr auch so einen Kamm, der so für Sleek-Frisuren ist und geht nochmal da drüber, damit es auch wirklich, wirklich sleek ist. Und dann könnt ihr die oberen Haare aufmachen. Ich mache erstmal groben Mittelscheitel, den benutzen wir aber gleich gar nicht. Es sieht einfach so aus, als wären meine Haare nass. Boah, sieht das ekelhaft aus. Und dann ziehen wir uns hier so eine Zickzack-Frisur. Sorry, ich meinte Zickzack-Scheitel. Nochmal kämmen. Und jetzt binde ich das hinten zu dem Zopf dazu. Indem ich auch die oberen Haare nach hinten kämme. Also auch zusammenbinden. Ey, die Kur macht alles so viel schwerer, als ich dachte. Dann nehme von dem Zopf hier unten zwei Strähnen raus. Das hier ist jetzt die erste. Die flechte ich jetzt erstmal runter. Und dann mache ich das gleiche gleich auch auf der anderen Seite. Okay, den anstrengenden Part habe ich jetzt fertig. Ich nehme jetzt die hinteren Haare, drehe sie einmal ein und mache damit ein Dutt hier hinten. Aber so, dass hier noch so Haare draus stehen. Der muss eigentlich auch absolut nicht sauber sein. Ich check immer kurz mit diesem Spiegel ab, ob das hinten noch in Ordnung ist. Aussieht. Ich sehe es jetzt leider nicht richtig. Ich hoffe... Nee, das sieht komisch aus. Ich muss kurz neu machen. Okay, ich hoffe, es sieht jetzt besser aus. Ich weiß es nicht, weil ich sehe es leider nicht. Als nächstes kommen die Edges. Die kann ich leider nicht so gut, deswegen lacht mich nicht aus. Ich kämme das davor hier alles nochmal ein bisschen sleek zurück, damit es schön aussieht, so wie ich es haben möchte. Dann nehme ich mir so einen Augenbrauenstift, Bürste, was auch immer, macht das nass. Und ich verwende dann tatsächlich einfach Augenbrauengel. Hier verwende ich das von e.l.f., das Clear. Und dann fange ich ganz normal an, mir die Edges zu machen, was ich nicht besonders gut kann, deswegen dauert das immer ein bisschen lange. Okay, sieht das einigermaßen aus, wie ich das mache. Meine Kamera hat leider kein Akku mehr, deswegen mache ich das schnell zu Ende. Dann nehme ich einfach ganz normales Haarspray und gehe nochmal überall drüber, damit das auch so bleibt. Wenn ihr jetzt genauer schaut, meine Edges sind jetzt wirklich nicht so schön geworden. Bitte macht das besser als ich kann es noch nicht. Ich habe mir in Korea diese Stecke hier gekauft, das ist Haarschmuck, das stecke ich mir dann hier gleich rein, aber davor benutze ich es für meine Locken. Mein Glätteisen mache ich schon mal warm auf 180 und dann nehme ich mir hier vorne einfach eine Partie raus und versuche mir dabei nicht meine Frisur kaputt zu machen. Mann, muss auch nicht besonders viel Haar sein. Beiden Seiten natürlich. Und dann fange ich an, das einfach um meinen Stock zu wickeln und gehe da ganz leicht mit meinem Glätteisen drüber und hoffe einfach, dass ich mich nicht verbrenne, weil das so nah am Ohr ist. Da muss man echt drauf passen. Es braucht auch nicht lang, weil das ja so eine kleine Strähne ist. Dann lasse ich das hier ganz kurz kühlen und lasse das Ganze dann auch schon relativ bald los. Ich stecke das dann einfach so ab und dann habt ihr da so eine Lacke. Seht ihr das? Ich finde so kleine Details bei einer Frisur, auch wenn es anstrengend ist, machen so einen großen Unterschied. Wieder das Glätteisen und dranhalten. Irgendwann werde ich mich verbrennen. Ich hoffe nur nicht heute. Oh, ich liebe die Frisur jetzt schon, Leute. Und loslassen. Oh, ja, die ist diesmal nicht so gut geworden. Egal, lassen wir. Juckt niemanden. Und diese Stöcke stecke ich dann einfach rein, wo es mir passt. Einmal hier und da. Das sieht dann auch cool von hinten aus. Seht ihr das? Also ich weiß auch nicht, wie es von hinten aussieht. Aber ich hoffe, es sieht cool aus. Okay, also ich bin ja vor kurzem mit Ben in Korea gewesen. Und ich habe da noch so viele Videos, die ich schneiden muss. Das werde ich jetzt anfangen zu machen. Und es tut mir so leid, dass das jetzt erst zu spät kommen, die Videos. Ne? Aber ich schiebe das immer auf mit dem Schneiden, weil ich das nicht mag. Das ist langweilig. Oh.
Okay, Leute, wundert euch nicht, warum ich gerade so aussehe. Ich drehe jetzt ein paar Videos, wo ich meine Röcke umziehe. Und diese Accessoires passen gar nicht dazu, aber das ist der Witz der Geschichte. Und ich dachte, wenn ich schon dabei bin, zeige ich euch einfach auch mal meine Outfits, weil ich habe so viele Röcke. Das ist mein erster Rock. Ich würde dem eine 7 von 10 geben. Das hier ist der zweite Rock, den habe ich tatsächlich auch neu. Also, der ist nicht neu, aber ich hatte ihn tatsächlich noch nie an. Ich würde dem eine 8 von 10 geben, weil den finde ich schöner. Diesen Rock habe ich nie angehabt, weil der richtig unbequem ist und auch viel zu kurz. Deswegen kriegt der nur eine 4. Ey, dieser Rock ist so cool. Ich weiß, es sieht aus wie eine Hose. Also ist es auch. Aber man kann das dann hier so zusammenbinden. Hinten eine Schleife machen. Und dann hat man voll den süßen Rock. Warum habe ich das nie angehabt? Das kriegt auch eine 8 von 10. Das hier ist auch ein Rock von mir, den ich sehr gerne mag. Ich habe ihn im Sommer sehr oft getragen. 9 von 10. Das ist endlich mal ein Rock, der nicht so kurz ist und wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass man meinen Po sieht oder so. Aber jetzt, wo ich schaue, irgendwie ist der auch nicht besonders lang. Aber den habe ich tatsächlich fast nie angehabt. Deswegen nur 6 von 10. Oh Leute, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich diesen Rock liebe. Der ist so perfekt. Der hat auch eine Hose drunter. Deswegen ist egal, wie kurz der ist. Und der ist so bequem. Also ich kann da noch Sport machen. Keine Ahnung. Achso, ich habe keine Nummer genannt. 10 von 10. Okay, und der ist komplett basic. Der ist grau. Ich weiß nicht, ob man es sieht oder ob der gerade schwarz aussieht. Ich gebe dem eine 6 von 10, weil den trage ich auch gefühlt nie, weil der Schnitt nicht so schön ist. Ich habe übrigens gerade alles fertig gefilmt, deswegen sind hier auch diese ganzen Lichter und Stative. Immer durch diesen Spiegel filme ich. Und das Lustige ist, das darf ich jetzt alles aufräumen. Mann, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich würde das Video trotzdem jetzt an dieser Stelle beenden. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch das bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!